Zu Nachos, Burritos und Quesadillas darf eine selbstgemachte Guacamole nicht fehlen. Dieser mexikanische Dip aus Avocado, aus Tomate, aus Limette und aus Koriander passt ganz hervorragend zu jeglichen mexikanischen Gerichten, aber auch einfach nur zusammen mit Brot oder zum Grillen. Und wie ihr diese Beilage ganz, ganz einfach zubereiten könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Und damit hallo zusammen zu einem neuen Video von Tasty Bits. Ich bin Yannick und ich möchte euch in diesem Video mal zeigen, wie ihr eine superschnelle mexikanische Guacamole ganz einfach selber machen könnt. Und für unsere Guacamole beginne ich zunächst mal mit einer Avocado. Ihr solltet darauf achten, dass ihr in jedem Fall eine reife Avocado kauft. Ihr könnt das rausfinden, indem ihr so ein bisschen rumdrückt und merkt, wenn die leicht nachgibt, dann ist sie in jedem Fall reif. Achtet aber auch hier auf den Stielansatz. Wenn der irgendwie schon Zeichen von Schimmel oder sowas ansetzt, dann solltet ihr die Avocado nicht mehr kaufen, denn dann ist sie definitiv überreif. Ich werde die Avocado jetzt erstmal längs halbieren, damit wir den Kern entfernen können. Das geht am besten, wenn ihr einfach euch ein Messer nehmt, das Messer hier ansetzt und einmal vorsichtig raufhaut. Dann bleibt nämlich der Kern an dem Messer kleben bzw. hängen und ihr könnt ihn einfach abziehen. Jetzt nehme ich mir einen Löffel und schabe das Fruchtfleisch der Avocado so aus. Das geht hier ziemlich gut und gebe das Ganze dann direkt in meinen Mörser. Wenn ihr keinen Mörser habt, ist das auch kein Problem. Dann könnt ihr das auch einfach in eine große Schüssel geben. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr die Avocado mit ein bisschen Limettensaft beträufelt, weil sonst kann sie schnell oxidieren in der Luft. Das heißt, sie wird braun und dann auch so ein bisschen unansehnlich. Ich nehme hier auf eine Avocado eine halbe Limette und presse die einfach in meinen Mörser mit aus. Und dann kommt auch schon das erste Mal hier der Schlüssel zum Einsatz. Ich werde mich die Avocado jetzt einfach grob zerdrücken. Wie gesagt, wenn ihr keinen Mörser habt, dann könnt ihr das alternativ auch einfach mit einer Gabel machen, indem ihr, ich demonstriere das mal kurz, indem ihr das einfach mit einer Gabel zu einem groben Avocado-Püree zerdrückt. Ich mache es hier aber lieber mit dem Mörser. Jetzt kommen außerdem noch ein paar andere Aromen an unsere Guacamole. Ich nehme dazu zunächst mal eine Schalotte. Alternativ könnt ihr auch eine halbe Zwiebel nehmen, je nachdem, was ihr im Hause habt. Die Schalotte wird einfach in feine Würfel geschnitten. Dazu gebe ich außerdem noch eine Knoblauchzehe, die ich einfach mit dem Messer einmal zerdrücke. Und dann ebenfalls fein hacke. Das können wir auch zusammengeben, weil das gleich alles gemeinsam in die Guacamole kommt. Dann habe ich hier noch eine normale Tomate. Die werde ich erstmal halbieren bzw. vierteln. Und weil ich nicht möchte, dass meine Guacamole so flüssig wird, nehme ich jetzt hier das Fruchtfleisch raus. Also einfach mit dem Messer einmal hier runtergehen und den fleischigen Anteil entfernen. Wenn ihr Tomaten nicht so gerne mögt, dann könnt ihr die aber auch gerne weglassen, weil das gehört nicht zwangsläufig an eine Guacamole dazu. Das überschüssige Fruchtfleisch wird jetzt fein gewürfelt. Und was jetzt noch unbedingt mit zur Guacamole dazu gehört, das ist Koriander. Das ist frischer Koriander, ungefähr ein halbes Bund. Den nehme ich mir jetzt einfach hier zu so einem kleinen Paket und schneide den dann fein runter. Ihr könnt da gerne so kleinere Stiele könnt ihr mitschneiden, das ist kein Problem. Die geben nämlich nochmal ein schönes Korianderaroma. Wenn ihr so größere Sachen habt, könnt ihr die aber auch gerne aussortieren, das ist auch kein Problem. Das Ganze hacken wir gut durch. Und dann geben wir alle Zutaten in unseren Mörser zur Guacamole. Am besten ist, man nimmt den Stößel davor raus, dann saugt man auch nicht so rum. Also Zwiebeln, Knoblauch, Koriander und Tomate mit dazugeben. Und
Das alles wird nun ebenfalls nochmal grob durchgemengt. Das könnt ihr mit dem Stößel machen oder alternativ auch mit einem Löffel. Und dann fehlt unserer Guacamole jetzt noch ein bisschen Gewürz. Auf jeden Fall erstmal Salz und Pfeffer. Dann gebe ich gern noch eine kleine Prise Kreuzkümmel mit dazu. Außerdem habe ich hier ein paar Chili-Flocken. Ideal ist es natürlich, oder am besten wird die Guacamole natürlich mit einer frischen Chili. Also das heißt, einfach eine frische Chili mit dazu schneiden und in die Guacamole geben. Ich habe leider keine frische Chili da, sondern nur Chili-Flocken. Aber eine leichte Schärfe gibt das genauso ab. Und das wollen wir ja haben in unserem mexikanischen Dip. Das Ganze wird gut verrührt. Dann machen wir das nochmal weg, wo ich eben so ein bisschen rumgesaut habe. Dass das ein bisschen ordentlich aussieht. Und dann können wir jetzt auch einmal abschmecken. Für mich fehlt noch eine kleine Prise Salz, aber sonst ist sie so auf jeden Fall sehr, sehr gut geworden. Und ihr seht also, so schnell und einfach ist diese leckere Guacamole hier selber gemacht. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst nicht, den Kanal von Tasty Bits hier auf YouTube zu abonnieren und gebt dem Video auch gerne einen schnellen Daumen nach oben, dann verpasst ihr in Zukunft kein neues Video mehr von mir. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr eure Guacamole genauso macht oder ob ihr ein anderes Rezept habt. Mit Originalrezepten ist das ja immer so eine Sache. Es gibt da 100.000 Rezepte und ich habe mich auf jeden Fall für dieses Rezept entschieden, was ich schon seit Jahren genauso zubereite. Hier kommen jetzt noch ein paar weitere leckere Videovorschläge für euch. Vielleicht ist was Interessantes mit dabei. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und sage tschüss, bis bald. Guten Appetit.